Was für ein sensationeller Weltcup-Auftakt hier in Sölden. Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem Ski-Update. Heute Sonntag, der 27. Oktober 2019. Und wir haben schon länger darauf hingefiebert, wie du weißt, im Ski-Update. Das ist der für mich und auch für euch wahrscheinlich offizielle Start dieser Skisaison und auch natürlich der World Cup-Saison. Im Hintergrund siehst du den World Cup-Hang, wo gestern schon die Damen einen legendären Start hingelegt haben. Hier oben bereitet sich gerade alles vor, dass heute hier der Riesentorlauf der Herren starten kann. Unglaublich, was hier geboten ist. Der Hang ist in Topform und es macht schon wirklich Laune auf einen guten Sonntag. Damit darf ich dich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich begrüßen zu diesem Ski-Update. Ich hoffe, dass du jetzt gerade am Frühstückstisch sitzt und heute natürlich dann auch die Rennen live im Fernsehen und in den anderen Medien verfolgen wirst. Das können wir über diesen YouTube-Kanal noch nicht. Okay, wieder drin. Ah, schade. Jetzt war die Verbindung kurz weg. Wir hoffen, dass es jetzt wieder weitergeht im Livestream. Ist auch das erste Mal live. Ich hoffe, ihr verzeiht vielleicht die kleinen Patzer, die da passieren mit der Verbindung hier oben am Berg. Die vier Themen, die wir heute haben, die Auswertung des gestrigen Damenrennens, was ja sensationell gelaufen ist, das werde ich euch gleich nochmal oder mit euch gleich nochmal besprechen. Dann haben wir die Favoriten der Herren. Da geht es einmal wirklich, wer könnte heute hier auf diesem Hang beim Riesentorlauf den Sieg und auch den Podestplatz oder die Podestplätze nehmen. Dann haben wir die wichtigsten Weltcup-Termine, wo geht es wann richtig rund. Und als letztes Auswertung bzw. der erste Zwischenstand der Head-Ski-Verlosung. Über 1000 Kommentare. Seid ihr völlig verrückt? Und damit gehen wir rein in die Themen für heute. Die Damen gestern, wie schon gesagt, spektakulär. Die Neuseeländerin, die 17-jährige Neuseeländerin Elise Robinson, Alice im Wunderland kann man nur sagen, gewinnt dieses Ding. Ja, das hätte ja keiner gedacht. Absolut nicht auf meiner Liste, auf keiner anderen Liste wahrscheinlich. 0,03 Sekunden vor der dominierenden US-Amerikanerin Michaela Schifrin und dann natürlich Tessa Worley, die den dritten Platz bei diesem Rennen einnimmt. Sehr, sehr schade an der Stelle, dass die ÖSV-Damen mit einem wirklich bitteren Sturz einen Kreuzbandriss bei Bernadette Schild hinnehmen müssen. Damit scheidet sie beim ersten Weltcuprennen direkt für die gesamte Saison aus mit diesem Kreuzbandriss. An dieser Stelle gute Besserung für dieses Thema und natürlich den Damen schon mal noch einen guten Auftakt für die kommenden Rennen. Dann die Herren. Was ist hier heute geboten? Du siehst es jetzt gerade, baut sich alles auf. Gerade eben war schon Hangbesichtigung. Hammer. Also dieser Hang sieht bombastisch heute aus, ja. Alles top geshaped, perfektes Wetter, wo ja letztes Jahr Frau Holle hier für die Herren einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ja, die Luftballons hier drüben, die Ballons blasen sich auch gerade auf. Alles wird bereit gemacht, denn gleich um 10 Uhr ist dann der erste Riesentorlauf hier oben. Ja, um 10 Uhr ist der erste Lauf und dann um 13 Uhr Start des zweiten Laufes. Um 15 Uhr circa können wir dann die Siegerehrung hier oben in Sölden erwarten. Und wen erwarten wir dort am Podium? Ich habe euch bei Instagram gefragt, auf meinem Instagram-Kanal Marius Quast. Und da gibt es zwei Meinungen, oder es gab noch mehr Meinungen. Ich habe mir mal zwei rausgepickt. Einmal von Lukas Ley. Ich lese hier immer etwas. Er sagt, dass ihr immer etwas von Ligeti, Christoffersen und Paturon liest. Aber wie ist es mit den Österreichern? Wie ist es mit Feller? Wie ist es mit Matt, mit Schwarz? Was ist mit Dopfer und natürlich Luiz? Da bin ich auch sehr gespannt, was da kommt. Danke, Lukas, für deinen Kommentar. Dann haben wir Born to Ski noch mit einem zweiten Kommentar. Sie sagt, Ligeti schaut schon wirklich immer geschmeidig aus. Er ist natürlich auch extrem routiniert. Traue aber Stefan Luiz aus dem deutschen Team auch was zu. Und bei den Damen hat sie einen Geheimtipp gehabt. Und der ist Franzi Gritsch. Und da muss man sagen, hast du recht behalten. Denn Franzi hat gestern auch einen sehr guten siebten Platz eingefahren. Ja, auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zu den Favoriten aus den letzten Ski-Updates der Herren, wo wir gesagt haben, vor 3 Wochen in Hintertux, wer da oben auf der Liste stehen könnte. Und da hat sich bei euch auch rausgeprägt, dass der Norweger Henrik Christoffersen hier beim Riesenslalom heute, hier beim Riesentorlauf heute dominieren kann. Dann natürlich der Franzose Alexis Paturon, der heute hier auch eine Rolle spielen wird wahrscheinlich. Stefan Luiz, dem wir sehr viel zutrauen können, hoffentlich auch. Vielleicht so eine Überraschung wie gestern die Neuseeländerin Elise Robinson. Das wäre Hammer, wenn er heute aufs Podest fährt. Und dann natürlich der viermalig routinierte Fahrer Ted Ligeti, der hier schon 4-mal gewonnen hat. Der könnte heute hier vielleicht nochmal seinen 5. Sieg in Sölden beim Riesentorlauf und beim World Cup Auftakt einfahren.
Und jetzt sind wir hier in Sölden zum World Cup Opening. Das ist natürlich der erste Stopp für die große Saison, die da bevorsteht. Und es gibt insgesamt 80 Rennen. Jetzt möchten wir doch mal durchgehen, was so diese wichtigen Termine in diesem Jahr sind. Wir haben, oder ich habe euch ein paar Termine rausgepickt. 26., 27., 10. ist jetzt hier dieses Großevent in Sölden am Rettenbachgletscher vor Ort. Wie ihr seht, Riesentorlauf bei den Herren, bei den Damen. Dann gehen sie erst rüber nach Levi und dann geht es über den großen Teig. Einmal nach Lake Lewis und auch nach Killington in den USA. Die Herren starten in Lake Lewis in Kanada und dann die Damen in Killington in den USA. Danach geht es in die französischen und Schweizer Alpen, Val d'Isère. Da war ich damals auch mit Julian Witting vor Ort. Und dieser Stopp ist noch Mitte Dezember, nämlich am 14., 15. Dezember, wo auch in diesem Jahr die Herren im Riesentorlauf und im Slalom unterwegs sind. Dann geht es kurz vor Weihnachten nach Gröden. Gröden, kurz vor Weihnachten, nämlich am 20. und 21.12.2019. Und da ganz klar in den Dolomiten unglaubliches Bergpanorama, wo die Herren Abfahrt und Super-G fahren werden. Dann kommt die absolut legendärste Abfahrt, die wir im World Cup haben, nämlich die Streif in Kitzbühel. Absoluter Wahnsinn, was da abgeht. War ich auch schon einmal vor Ort. Ich muss sagen, das hier ist mein zweites World Cup-Rennen, wo ich überhaupt vor Ort bin. Die Streif war damals das erste, wo ich mit dabei war, mit Julian damals auch im Zielbereich stand. Und das ist einfach ein legendäres Rennen da beim Hahnenkamm, was dieses Jahr am 24.01., also dick markieren, Ende Januar stattfindet. Und das Preisgeld ist dieses Jahr so hoch wie nie. 74.000 Euro erhält der männliche Sieger bei der Abfahrt in diesem Jahr in Kitzbühel oder im kommenden Jahr 2020. Dann der deutsche Stopp, Garmisch-Partenkirchen, Kandahar, auch legendärer Stopp mit krassem Gefälle, wo es da die Kandahar runtergeht. Und ja, dort werden die Damen und die Herren in zwei Wochen ihre Rennen austragen. Wir haben einmal den 1.2. und den 2.2. als Wochenende und dann den 8.2. und 9.2.2020, also Anfang Februar in Garmisch-Partenkirchen. Und der letzte, wichtigste Stopp, natürlich dann irgendwo das Finale, was dieses Jahr in Cortina stattfinden wird. Cortina so ein bisschen als Generalprobe, denn die werden auch die alpinen Skiweltmeisterschaften nächstes Jahr beheimaten. Und da steht jetzt wirklich diese Probe für das Großevent zum Abschluss des Ski-World Cups auf dem Programm. Das wird wahrscheinlich eine Hammerveranstaltung, wo dann die großen Kristallkugeln verliehen werden. Und jetzt vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare unter dem Ski-Verlosungsvideo, nämlich dem Head World Cup Rebels iSpeed. 1000 Kommentare. Also ich bin völlig überwältigt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wenn du noch nicht teilgenommen hast, dann schau unbedingt unten in der Beschreibung. Da ist der Link von dem Video nochmal verlinkt. Nimm jetzt teil und sicher dir die Chance, dass dieser Ski unter deinem Tannenbaum liegt. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch vor den Fernsehgeräten oder am Handy einen wunderbaren Renntag hier aus Sölden mit dieser Live-Schaltung, die wir hier gerade haben. Nochmal ein bisschen auf die Stimmung eingehen. So langsam füllt sich hier unten der Zuschauerbereich. Ja, verschiedene Menschen aus Kanada sind da, Schweiz, USA, der absolute Wahnsinn. Und dann natürlich die große Ö3-Party, die hier stattfinden wird, der Zieleinlauf. Und hier unten sehen wir auch schon, wie die Zuschauer sich so ein bisschen am Hang positionieren und da dann später die Weltelite diesen Hang runterfahren wird. Unglaublich, die Sonne kommt, was kann es Besseres geben? Und ich wünsche dir jetzt wirklich einen verdammt schönen Sonntag. Ich danke dir vielmals fürs Einschalten. Und die beiden, die hinter der Kamera sind, Louis und Basti mit den beiden, in denen danke ich natürlich auf der einen Seite und wünsche uns allen hier heute einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Ski-Update. Ciao!